Trinkst du etwa während der Arbeit? Das ist ein Spielrack, ja. Wir spielen nur. Wir leben den Traum. Wir trinken Bier und spielen dazu virtuelles Bierpong. Das ist kein Scherz. Wir spielen Bierpong VR. Bierpong League. Nein, lass es uns lieber den Bierpong Simulator nennen. Ich glaube, dann kriegen wir mehr Klicks. Schoolgirl? Nicht jetzt Schoolgirl? Ja, ich bin jetzt ein Schoolgirl. Oh, sexy. Dieses Spiel kann man online gegen andere Spieler spielen, aber da steht Player Online One. Das heißt wahrscheinlich, dass ich der einzige Spieler weltweit bin, der gerade online ist. Deswegen wird wahrscheinlich nichts passieren, wenn ich Join Random Match drücke. Waiting for other player. Mal sehen, wie lang. Dim, 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 dim. Dim, 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 lief das Game schnell. Oh, Challenges, du kannst gegen einen Bot trainieren. Oh, hey, Boy, du siehst aus wie ein richtiger geiler Saufkumpane und ich bin eine Schoolgirl, was du abfüllen willst. Oh, was steht da alles? Emojis, my emoji, derp, angry, puke, silly. Oh, ich kotze. Oh. Okay. Rick, war das. Nächstes Mal ein bisschen mehr Zielwasser trinken. Oder nicht? Und? Ach, das zählt auch? Jawohl! Du musst es exen! Oh, das ist irgendwie komisch, so halten, ohne es zu sehen. So. Das ist nicht zu Hause nach, Kinder. Nee, das ist alles hier für Trainingszwecke. Dafür gibt es dieses Spiel, dass man halt nicht wirklich trinken muss. Vielleicht sollte ich das auch so Pong, Pong, Pong machen. So. Probier's doch mal. Sehr gut, Rick. Pong, 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 Pong. Wirf doch nicht so weit. Wollte ich auch gar nicht. Oh, was für ein Loser, hast du gesehen, was dir geworfen hat? Hier voll mein Emoji. Derp. Ja. Derp. Wuhuhu, betrink dich, Roboter. Ast rein. Ja. Vielleicht hat der Öl in seinem Becherchen. Warum braucht er so lange? Alter. Oh, der ist hart dabei. Es hat einen leichten Effekt, ich merke es gerade. Oh ja, dem Ricky ist schon ganz schwummrig von einem kleinen Bier. Oh. Ja, okay. Ich meine, man muss so geben, das große Becher. Würde man die jetzt in echt so wegtrinken? Das ist tatsächlich ein Kombi. Jetzt werde ich hier in VR betrunken, habe diesen komischen Effekt und trinke halt selber noch Bier. Wahrscheinlich ist das Schlimmste, was er machen sollte. Also ich bin auf jeden Fall für den Bot. Sehr gut, der gefällt mir. Ja, es kommt schon mehr Effekt. Okay. Spürst du es, ja? Du spürst es, auch im Real Life. Jetzt siehst du hier Ninja-Künste. Fuck. Ja. Echt eine lame Poolparty. Wo sind die ganzen Gäste, die da baden? Und wo ist der Typ, der in den Pool scheißt, um Aufmerksamkeit zu kriegen? Und warum ist der Roboter so schlecht in Bierpong? Ich meine, es ist ein Roboter. Der ist besser als ich. Jetzt sanft, sanft, Rick. Nicht so weit. Ja. Siehst du. Entschuldigung. Konzentrier dich. Ast rein! Trink, Roboter, trink! Diese Effekte, vor allem die Farbe des Biers, ist orange. Ja, warum ist es eine andere Farbe? Es könnte ja wenigstens weiß sein oder so, dann ist es ein Schaum oder so. Endlich! Oh, das ist so viel Bier auf einmal. Jetzt kommt schon mehr. Oh ja, ich sehe es wabbern. Ich meine, ich werf eh daneben. Vielleicht bin ich ja auch so ein super mega schlaues Asia-Girl. Schoolgirl? Nee, ich bin so, weißt du, so ein Außenseiter-Nerd-Girl. Und deswegen baue ich mir meinen eigenen Roboter, mit dem ich Bierpong mache und eine Party feiere. Eine tolle Party übrigens. Wirklich eine sehr tolle Party. Naja, ich habe ja keine Freunde, ich bin ja ein Nerd. Deswegen baue ich mir meine Freunde. Füllst das Klischee perfekt. Hast du das gesehen? Ah, der tänzelte ums Rändchen. Das ist scheiß Physics. Ich glaube, du verlierst. Ich hoffe, du verlierst. Du verlierst gleich. Ich würde dich betrunken sehen. Ein paar Zähne. Was? Ja! Kommt man sich nur leicht dumm vor. Also irgendwie bin ich nicht in Führung. Nee, nicht ganz. Yes! Babu! Ich will nicht den Roboter trinken sehen, ich will dich trinken sehen. Weißt du was, Rick? Nein. Wäre das echte Bier nicht da, wäre es das langweiligste VR-Spiel, was ich jemals gespielt hätte. Ich meine, es wäre witziger gegen echte Menschen. Und wahrscheinlich mit Mike und sowas, dass du dich mit denen unterhalten kannst, oder? Ja, tatsächlich. Aber wahrscheinlich wäre es auch eh lustiger als ein Minispiel in, keine Ahnung, VR-Chat oder sowas. Willkommen bei diesem Podcast, in dem nichts passiert, außer dass wir über Bierpong reden. Hast du mal Bierpong gespielt früher? Ja. Ich weiß auch nicht so oft, wurde jetzt nicht so oft gespielt. Ich meine, es ist ja auch so ein amerikanisches Ding. Ja. Wir Deutschen brauchen keinen Grund, um Bier zu trinken. Das stimmt allerdings. Tun's einfach. Oh. Hä? Wie? Da, ah. Balls left 0. Okay. Du bist so ein Loser. Challenge. Sink 3 cups to complete the challenge. Okay, aber da kann ich ja gar nicht trinken. Immer wenn du da triffst, musst du einfach trinken. Du hast nur diese Anzahl von Bällen. Konzentrier dich. Bin echt nicht gut. Nein. Das kannst du jetzt auch austrinken, dann hast du es leer. Dann mach ich dir das zweite auf. Da ist noch was drin, da ist noch der Uwe. Das war übrigens alles Stevens Idee.
während der Arbeit zu saufen. Ja, ich dachte mir, das wäre vielleicht ein klein bisschen lustig. Du musst das mit dem 2 treffen, Rick, sonst hast du verloren. Immerhin einer. Challenge failed, Ausrufezeichen. Nein, nicht gut. Die Warme ist so schwach, diese Challenge. Deswegen hast du keine Mühe gegeben, ne? Genau. Alles klar. Mach jetzt hier Challenge 8. Gib mir die richtige Challenge. Pool Party Challenge, get one of them. Oh, ach du Kacke. Ich meine, ich habe ein paar Bälle zur Verfügung und ich muss nur einmal treffen. Hm. Ja, bisschen Dollar. Das schaffst du doch. Ja, easy, das kommt, das kommt. Das hat auch bestimmt nichts mit Glück zu tun. Vor allem nicht mit dieser grandiosen Physics. Ein bisschen zu weit. Gib dir Mühe. Ah, damit verdoppelst du deine Chancen bei jedem Wurf, Rick. Das ist gut. Zu weit. Oh, jetzt, der wird's, ich spür's. Ich hab nichts gesagt. Aha. Okay, gehen wir zu Challenge 7. Auf, Rick, das ist unanständig, sowas macht man nicht. Sink all the cups to complete the challenge. Ja, easy, ne? Und ich hab grad eben ja schon keine Probleme gehabt. Easy. Der Trick ist, man muss es betrunken spielen. Haben wir noch Billig-Wodka von Lidl? Wow! Oh, das darf ich nie nochmal treffen. Oh Gott. Wir haben gerade. Ja! Wer hat schon Lust, neben so einer Kirche zu wohnen? Du musst dir vorstellen, jeden Sonntag bimmelt die halt. Wer sich die Mühe gemacht hat, da hinten so eine Handwerkshops gemacht. Was hat der da gemacht? Ein Handwerkshop. Und das Ding hat sogar eine Lüftungskack-Ding. Oh. Eine Satellitenschüssel. Ich mag die Wolken. Es sagt viel über das Spiel aus, dass ich die Umgebung gerade spannender finde als das Spiel selber. Und warum zur Hölle hat der 2 Pools? Ne, das eine ist ein Jacuzzi, ist was anderes. Vielleicht wurde das Spiel auch betrunken gemocht. So spannend. Ja! Okay, ich kann es doch schaffen. Ich würde sagen, zur Strafe trinkst du das einfach dein restliches Bier komplett aus. Das ist unterhaltsamer, glaube ich, als dieses Spiel. Ich mach mit. Ich hasse Echsen. Es gibt nichts besser als Echsen. Schau ich nicht. Oh. Ich komme gerade richtig assi vor, einfach jetzt dieses Bier geäxt zu haben für so ein scheiß Video. Das asozialste Spacewalks-Video aller Zeiten. Ja. Obwohl, weißt du was noch asozial ist? Drunken Barfight. Stimmt. Kennst du das noch? Das ist ein gutes VR-Spiel, ja? Das ist wenigstens lustig. Nee, es war nicht gut. Nee, aber das ist wenigstens lustig. Das kann man sich angucken und obwohl, man könnte es auch mal wieder aufmachen und gucken, ob sie es vielleicht gefixt haben. Ja, es wurde auf jeden Fall geupdatet. Da gab's bestimmt Patches. Mhm. Ich habe vorhin dann runtergeladen. Oh. Ah, das ist ja alles gar nicht so weit weg wie in der VR.